Jo, und wann geht's mit Shakes and Fischer? Tag 10 auf Server Io5 ist angebrochen. Und ja, in diesem Video möchte ich mal ein bisschen den Server herzeigen, wie es denn aktuell nach Tag 10 aussieht. Und habe dazu ja auch ein kleines Thema, was ich bereden will. Denn ja, ich denke mal, die meisten werden wahrscheinlich gestern das Video, ja doch, wenn ich so leider gestern das Video vom Tuning gesehen haben, in welchem das ja so ein bisschen in so einem Kommentar ging, in welchem geschrieben wurde, yo, die Offiziere von der Tavernenflotte sind noch ein bisschen low vom Level. Finde ich bemerkenswert. Ich finde, irgendwie sollten mit gutem Beispiel vorangehen. Irgendwas so in der Art. Wenn ich den Kommentar finde, werde ich ihn auf jeden Fall einblenden. Und ja, meiner Meinung nach hat Tuni das Thema da auch sehr gut behandelt. Denn ja, wie gesagt, das ist natürlich nicht wichtig. Wir lassen sich nicht reinbaiten. Das Game ist ein Marathon. Was lustigerweise auch mein Kommentar war auf den Kommentar, den er da gezeigt hat. Und zwar, dass das Spiel Marathon ist und ja, halt auch ein Marathon bleiben wird. So, wer aufhört, kann so viel ballern, wie er will. Schlussendlich wird er nur kurzzeitig vorne sein und in ein paar Jahren wird die Person wahrscheinlich auch niemanden mehr kennen. So, deswegen, das macht natürlich schon Sinn. Also, es juckt jetzt nicht, wer am Anfang reinpusht und ja, dann nicht durchzieht, dann schon Pause durchzieht und. Also, ja, war auf jeden Fall für Real Talk im Video, stimmt auf jeden Fall auch mal. Man hört immer diesen Spruch Marathon, aber ja, er ist halt nur mal true. Und deshalb, ja, habe ich da auch einen Kommentar drunter geschrieben, dass ich das Video top finde vom Inhalt. Und ja, da halt auch eben viel Real Talk vorhanden ist. Denn wie gesagt, betet, lasst euch da nicht unnötig reinbaiten. Ich habe schon einige gesehen, die haben geschrieben, yo, die haben 30.000 Pilze aufgeladen. Und haben jetzt zum Beispiel bis zum Pilz, ich sage jetzt mal das Beispiel 500 oder so noch über. So, und das ist natürlich auch so ein Ding, da hast du alles für den Push rausgeballert. Hast nichts mehr für den Arena-Manager. Hast für das nichts mehr. Ich meine, für die Alu reicht es natürlich immer noch, ne? Und das ist halt eben auch das Wichtigste. Aber ja, eben dieses Reinbaiten war jetzt mal ein extremes Beispiel, dass man ja da auch immer so ein bisschen achten sollte und seinen eigenen Spielstil, sag ich mal, fahren sollte, als sich da halt eben reinbaiten zu lassen. Was ich aber tatsächlich viel schlimmer finde, ist, wie mit solchen Kommentaren umgegangen wird. Denn ja, wie der Tune ja schon gesagt hat, das würde wahrscheinlich jemand sein, der hat nicht so viel Ahnung von SF. Keine Ahnung, ob es jetzt stimmt oder nicht, aber stellen wir mal so dahin, wurde ja von vielen behauptet. Ihm fehlt einfach vielleicht das Wissen und hey, das ist ja auch vollkommen okay. So, jeder fängt mal mit dem Game an und da sind halt so eben Videos, wie Tuni die gemacht hat, wo er sagt, yo, nur hier, das ist nicht so wichtig, guck hier, die Leute haben auch zwei solide Chars auf lange Zeit durchgezogen, ohne krass zu payen, mit 200 Euro wert oder so. Und das ist auf jeden Fall die richtige Ansatzweise so. Denn es bringt da nichts irgendwie stumpf rum zu haten, wie es halt jemand tatsächlich da gemacht hat. Denn das finde ich ist das größere Problem. Und ja, das hat Tuni leider gar nicht aufgegriffen, denn das ist nicht nur so ein Thema, was jetzt irgendwie SF angeht, sondern allgemein ja ziemlich verbreitet ist, sag ich mal. Denn ja, wie man einfach vernünftig Kritik äußert, so, ist ein ziemlich großes Problem und das ist halt auch eben im echten Leben so der Fall. Deswegen finde ich das tatsächlich sogar viel wichtiger als jetzt so ein vereinzelter Kommentar von 1000 Kommentaren, wo einer mal sowas äußert, dann ist das ja nicht die Meinung von allen. Trotzdem natürlich gutes Video von Tuni, keine Frage, aber ich finde, sowas hätte man auf jeden Fall noch reinbringen sollen, denn das finde ich ist ja doch sogar noch mal ein bisschen wichtiger, meiner Meinung nach, denn statt da irgendwie vernünftig Kritik geäußert wurde oder probieren wurde, der Person das zu erklären, wurden ja da halt viele Beleidigungen mit untergemischt, teilweise sowas wie ja, so selten dämliche Kommentare oder, weiß nicht, benutz mal oder streng mal dein Hirn irgendwie an, bevor du einen Kommentar oder deine Meinung kundtust oder so. Wo ich mir denke, ja, keine Ahnung, wenn man da Kritik äußern will oder der Person was beibringen will, dann sollte man das sachlich tun, denn, weiß nicht, ich würde mir auch nicht gerne was beibringen lassen wollen von irgendwem, der mich dann rumbeleidigt, beziehungsweise mich dann auf seine Meinung einlassen. Deswegen, ja, fand ich ein bisschen fehl am Platz. Weiß ich nicht, war ein bisschen schade auch unten, hat dann die Person nochmal irgendwie geschrieben, du Vogel, und den Kommentar dann irgendwie gelöscht. Ja, fand ich ein bisschen schade. Soll wohl auch ein Kollege vom Tuni gewesen sein, vielleicht hat das deswegen nicht in seinem Video gezeigt oder ist darauf eingegangen, denn das finde ich ist ein ziemlich großes Problem. Viele können nicht vernünftig Kritik äußern, wären beleidigend und das finde ich ziemlich schade, denn eben bei so Leuten, wo vermutet wird, dass die neu sind, ja, finde ich, kann man eben ganz gut die Kritik auch sachlich äußern, denen wirklich was beibringen und quasi auch so ein bisschen so Mehrwert schaffen. Deswegen, ja, wie gesagt, finde ich schade, denn ja, weiß nicht, wir spielen irgendwo alle das gleiche Spiel, finde, sollten zusammenhalten.
statt da ja irgendwie rumzuhaten, denn das bringt keinem weiter und dadurch lernt keiner was. Deswegen ja, wir sind wie gesagt alle im selben Spiel, profitieren alle voneinander, wenn das Spiel wächst. Deswegen ja, finde ich das schade, dass man da teilweise dann so mit umgeht. Auch dieses Gehetze habe ich leider bei Tuni im Stream auch schon gesehen, dass er zum Beispiel gegen den Melendez TV heißt er, glaube ich, oder nur Melendez, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall da auch rumschießt, sagt er, labert nur Scheiße und dass man zwar Spaß mit dem hat, aber nur, wenn man sich über den lustig gemacht hat. Und ja, das eben so Melendez, ja, da hat er nur irgendwas erzählt, ja, der Melendez hat auch noch ganz andere Sachen geschickt, auf Anfrage und so, ja, weiß nicht, finde ich ein bisschen angebracht, jetzt wo der weg ist, so gegen den zu schießen und da so ein paar Anspielungen zu machen. Ich will auf die auch gar nicht genau eingehen, weil ich will halt eben auch nicht das noch weiter verbreiten, aber ja, finde ich auch ein bisschen schade vom Tuni, dass er da zum Beispiel gegen solche Leute ja, weiß ich nicht, schießt, stehlt, wie auch immer. Die haben zum Game einiges beigetragen, haben krasse Sachen gemacht, auf jeden Fall im Game, viele Videos, viele Leute auch ein bisschen belehrt. Und ich finde, das sollte man respektieren, ja, und dann nicht im Nachhinein so sticheln. Vor allem, wenn man halt eben so Sachen gehört hat wie Probleme damit, Probleme damit. Ja, was soll man dazu sagen, weiß ich nicht. Es finde ich unkorrekt, auch so mäßig zu sagen, sich über die Leute lustig machen. Keine Ahnung, dann belehrt die Leute eben. Das ist halt eben das, was ich meine. Belehrt die Leute, äußert Kritik, bringt den Leuten was bei. Aber es bringt keinen was, sich über die Leute lustig zu machen. Deswegen ja, nochmal ein Appell an alle, Kritik äußern, ey, gar keine Frage, kann man gerne machen, aber halt eben sachlich und ja, probieren das ohne irgendwie Beleidigung oder abwertende Sachen zu benutzen. Ja, und ich denke, damit wäre das Thema auch abgehakt, ich glaube, ich würde mich nur wiederholen. Deswegen ja, nehmt euch das auf jeden Fall gerne zu Herzen, weiß nicht, es kann natürlich schnell mal passieren. So, manchmal handelt man eben emotional, keine Frage, aber das sollte man irgendwo im Griff haben, vor allem im Internet. Ja, ist eben der Weg, bis man es wirklich schreibt. Ich meine, man schreibt, liest sich das nochmal durch und dann klickt man im Normalfall erst auf Absenden. Aber ja, was soll ich sagen, man handelt manchmal emotional, ist mir sicher auch schon passiert. Und deswegen, hey, einfach probieren, das weiß ich nicht, in Zukunft irgendwie vielleicht zu vermeiden. Aber gut, wie gesagt, ich würde mich nur wiederholen. Server IO5, meiner Meinung nach, immer noch ein sehr, sehr guter Server. Ja, ob jetzt overhyped wurde oder nicht, ja gut, war schon, ich habe schon gedacht, dass da einige krasse Leute noch am Start sind, die dann wohl quasi abgesprungen sind. Aber ich bin trotzdem auf jeden Fall zufrieden. Die Gilden-Competition sieht sehr, sehr gut aus. Einige Leute, die gut Gas geben, tryharden. Ja, wie gesagt, viele Gilden vor allem. Und ja, ich bin auf jeden Fall zufrieden. Der höchste Spieler, Grüße gehen raus an das Gildenmitglied von uns, David030. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ja, ey, Grüße auf jeden Fall an dich, sehr, sehr krasser Char. Ist zum jetzigen Zeitpunkt der höchste Spieler mit 264, Demon Hunter. Ja, mal gucken, wie es die weiteren Tage so aussieht. Vor allem, wenn dann so noch so Sachen kommen wie der legendäre Dungeon. Dungeon-Pause ändert sich eben noch sehr, sehr viel. Aber hey, ich würde sagen, ich beende auf jeden Fall das Video. Bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.